Nein, Geld ist nicht peinlich. Nein. Geld ist meiner Meinung nach nur peinlich, wenn man damit prahlt. Manchmal? Ja, es ist ein Stück weit auch mit Scham verbunden. Vor allem, glaube ich, wenn man es nicht hat. Nein, nicht wirklich. Ich finde, das Thema ist wirklich sehr heikel. Tatsächlich nein. Wir haben bessere Themen. Also unter guten Freundinnen besprechen wir das schon. Mit gewissen Freunden, mit engen Freunden rede ich über Geld. Über Geldprobleme oder, na, eigentlich meistens über Geldprobleme. Im Bereich, in dem ich wohne, gibt es viel Geld. Und da wird viel über Geld gesprochen. Ich finde es oftmals komisch. Ich scheue mich manchmal davor, über das zu sprechen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich mir denke, es ist eine intime Sache. Meine Eltern haben damals ein Haus gebaut. Die sind halt dann wirklich zusammen am Tisch gesessen und haben durchbesprochen, was brauchen wir für den Strom, was brauchen wir, die Regina braucht einen neuen Mantel. Und ich glaube, das hat mich wesentlich geprägt. Die haben das nicht einmal als bewusste erzieherische Maßnahme gemacht. Die Verwalterin des Geldes war eigentlich immer meine Mama und die war Hausfrau. Und der Vater hat ihr, hat es noch gar kein Konto gegeben, ihr das Lohnsackerl am Ende des Monats abgegeben und sie hat es eingeteilt. Und er hat davon ein Taschengeld gekriegt und wir Kinder auch. Wenn das Leben immer teurer und teurer wird, sind die einen davon stärker und die anderen weniger stark betroffen. In Österreich ist es nach wie vor so, dass Frauen eher zu den Gruppen zählen, die das stärker zu spüren bekommen. Auch Frauen, die eigentlich gut verdienen, finanziell gut dastehen, sehen das Thema Finanzen aber oft auch nicht so als ihr Thema, ein Thema, mit dem sie sich gerne befassen möchten und begeben sich manchmal in finanzielle Abhängigkeit, das speziell im Fall von Trennungen und oft zu Problemen führen kann. In Österreich kommt dazu, dass wir nach wie vor Geld als Tabuthema sehen. Es wird im Freundeskreis wenig über Geld gesprochen, in der Familie oft nicht. Man weiß nicht, was der andere verdient. In Österreich gibt es bisher noch zu wenig Fokus und zu wenig Bemühungen, das Thema finanzielle Bildung in den Bildungseinrichtungen einzubauen. Unsere Erfahrung in der Beratung ist die, dass es einfach für viele jetzt immer mehr Thema wird, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Der Wunsch ist da, das Bedürfnis ist da, aber viele wissen nicht, wohin sie sich wenden können oder wissen gar nicht erst, wo sie anfangen sollen. Du fragst dich, wie eine Mädchenberatungsstelle dir dabei helfen kann, deine Finanzkompetenzen zu erweitern? Wir haben da viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einen unserer Kurse besuchen oder unser Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Wir haben Übungen und Spiele für dich vorbereitet, bei denen es konkret wird. Unser Angebot kann dir dabei helfen, deine Finanzen gut im Blick zu haben und dir dein Geld und deine Ressourcen besser einteilen zu können. In der Beratung können wir dir zeigen, welche unterschiedlichen Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten es in Österreich gibt. So kannst du dich für einen Beruf entscheiden, der zu dir passt und dir gefällt, aber bei dem du auch finanziell abgesichert bist. Bist du neugierig geworden? Dann komm in einer unserer Beratungsstellen vorbei. Die Beraterinnen stehen dir kostenlos zur Verfügung und unterstützen dich gerne dabei, dieses Thema in Angriff zu nehmen. Wir sind in ganz Österreich für dich da. Es gibt sicherlich eine Beratung in deiner Nähe. Komm einfach vorbei, zöger nicht und lass dich unterstützen.